Schien und Gründling. Einige der 36 verschiedenen Arten sind selten und stehen auf der roten Liste. Im Spreewald haben sie noch eine Chance. Die Wasserarme sind seit jeher ein Fischparadies, in dem die Schuppentiere genügend Brutreviere finden. Nicht den kleinen, aber großen Fischen droht Gefahr. Erwin Renus knüpft seine Fangnetze. Der 82-Jährige beherrscht noch alle Techniken des Fischfangs. Seit Jahrhunderten ernten die Menschen des Spreewalds den Fischreichtum vor ihrer Haustür. Auch wenn es heute nur noch wenige so kunstvoll tun wie der alte Herr. Herr Renus weiß genau, wo sich Hecht, Karpfen, Wels und andere Fische bevorzugt aufhalten. Weiß- und Raubfische sind zwar nicht mehr so häufig wie einst, aber noch ausreichend vorhanden. Der Fischer kennt die Reviere am Ufer der Fließe.